Moin Moin Leute, Ahrensburg Alex, wie immer hier und hier seht ihr es offiziell, das allererste Gameplay zu The Darkest Shore aus dem ersten DLC The Resistance für Call of Duty World War 2. Das Ganze ist der erste Versuch vom Reaper. Falls ihr mein vorheriges Video noch nicht gesehen habt, dann kann ich euch raten, falls ihr die Story zumindest hören möchtet. Meine Gameplays sind alle defekt, die beim Aufnahmeevent in Prag entstanden sind. Das ist mega geil, natürlich mega frustrierend, aber zum Glück hat mir der Reaper nochmal geholfen. Dickes fettes Dankeschön auf jeden Fall an dich, Minion. Link zu ihnen findet ihr in der Beschreibung. Checkt ihn auf jeden Fall ebenfalls aus für Tutorials zum Zombie-Modus. Wir werden uns da auch ransetzen und uns das Easter Egg snacken, habe ich gehört. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, um ein paar Schritte rauszufinden. Wir haben vielleicht auch sogar ein paar Sachen vielleicht schon rausgefunden, munkelt man, die ihr natürlich nicht hier sehen werdet, falls überhaupt irgendein Schritt gefunden wurde. Denn die Easter Egg-Sachen kommen natürlich erst nach Release online. Das ist die Vereinbarung. Übrigens auch an dieser Stelle danke an Activision für die Einladung zum Event. Ich habe es ja schon im vorherigen Video gesagt. Finde ich immer mega nice, solche Events zu starten. Und ja, war leider der Super-GAU eingetreten, was die Gameplays betrifft. Aber ich hoffe mal, beim nächsten DLC-Event wird alles problemlos ablaufen, sofern ich denn überhaupt dabei bin. Aber Leute, ich würde mal sagen, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Gameplay. Macht euch einen kleinen Eindruck von der Karte und dann sehen wir uns später hier wieder mit weiteren Tutorials zu Call of Duty World War 2. Falls ihr neu seid, lieben gerne ein Abo da lassen und dann haut rein. Looks like the elevator needs more of these to raise it. Eye out for gun parts. This island has secrets.
Damn, I thought Middleburg had prepared me for anything. Somebody removed this bastard's head, and they did it carefully. Oh, my God.